Herzlich willkommen zum Webinar über Software Unit Verification in der IEC 62304. Mein Name ist Frank Büchner und ich arbeite für die Firma Hitex in Karlsruhe und ich möchte das Webinar damit beginnen, dass ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Firma Hitex gebe. Hitex wurde 1976 in Karlsruhe gegründet. Wir haben ungefähr 50 Angestellte hier in Karlsruhe. Rechts sehen Sie unser Firmengebäude. Wir haben auch eine Niederlassung in England, in Coventry. Da gibt es auch nochmal ungefähr 20 Angestellte. Seit genau 20 Jahren sind wir Teil der Infineon-Gruppe. Also wir sind die Tochter der Firma Infineon, dem Chip-Hersteller aus München. Wir bieten an Tools, unter anderem Tools für Safety und Security. Dazu gehören Testwerkzeuge, aber auch Compiler oder TCP-IP-Stacks oder Sicherheitsbibliotheken, solche Dinge. Wir bieten auch Test-Services an. Das bedeutet, wenn Sie Software haben, die getestet werden soll, dann können Sie die an Hitex geben und wir testen sie für Sie. Wie gesagt, wir machen viele Dinge, unter anderem auch Engineering-Dienstleistungen. Wir haben eine Produktion, eine Hardware-Produktion. Wir bieten Consulting zu verschiedensten Themen an, auch Training. Und nicht zuletzt sind wir auch Aurix Preferred Design House für den Mikrocontroller Aurix, unserer Mutter Infineon, der oft im Automotive-Bereich eingesetzt wird. Wenn Sie mehr über Hitex wissen wollen, sehen Sie rechts unsere Internetadresse, da können Sie sich informieren. Nun, was Organisatorisches. Ich werde während dem Webinar nicht in der Lage sein, Ihre Fragen live irgendwie zu beantworten, aber Sie sind sehr gerne eingeladen, Ihre Fragen im Webinar-Tool einzugeben. Ich werde sie so schnell wie möglich im Laufe des Nachmittags per E-Mail beantworten. Die Präsentation werden Sie auf jeden Fall erhalten und wenn das mit der Aufzeichnung des Webinars gut funktioniert, auch eine Aufzeichnung vom Webinar, sodass Sie das später nachhören können. Nun geht's richtig los. Software Unit Verification in der IEC 62304. Was ist die Motivation dazu? Nun, mir ist aufgefallen eben beim Lesen der 62304, dass sie sehr vage ist in ihren Anforderungen und das also meistens dem Anwender dann überlässt, das mit Sinn zu füllen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe Ihnen mal einen Einblick, was in anderen Normen, wie zum Beispiel der 61508, die ja die allgemeine Norm ist, wenn es um sicherheitskritische Softwareentwicklung geht, oder 26962 aus dem Automotive-Bereich oder 5028 aus der Bahntechnik, was die denn verlangen und was dann viel konkreter und anspruchsvoller ist und genauer ist als eben in der 62304 und in verwandten Standards 13485 zum Beispiel. Aber auf die werden wir eigentlich hier nicht eingehen. Das Webinar gliedert sich in zwei große Teile. Zunächst gucken wir mal in der 62304, was denn da so insgesamt drinsteht und was man daraus schon ableiten kann. Aber dann im zweiten Teil werden wir halt gewisse Themen aus anderen Standards behandeln und sehen, wie man das dann auch vielleicht auf die 62304 übertragen kann und anwenden kann. Wenn es um Software Unit Verification geht, dann steht in der 62304 ein lapidarer Satz drin. Da steht einfach drin, Software Unit Verification muss gemacht werden und man soll die Resultate dokumentieren. Das gilt nur für die Softwareklassen B und C. Das sind die beiden höheren. Also bei C kann ein Fehler der Software vielleicht sogar zum Tod eines Patienten führen, eines Menschen führen. Das bedeutet aber umgekehrt auch in der Klasse A, wo sowas nicht passieren kann, wo also kein unakzeptables Risiko da vorliegt, braucht man diese Software Unit Verification gar nicht zu tun, was ich ein bisschen zu wenig finde, um ehrlich zu sein. Was ist denn jetzt eine Software Unit? Nun, wenn man die Norm durchforstet, dann findet man insgesamt drei
Kriterien dafür. Das erste ist, so eine Software-Unit muss separat testbar sein. Das bedeutet, man muss sie irgendwie vom Rest der Applikation freischneiden können und dann eben testen. Und dann gibt es den Begriff not subdivided, not further decomposed. Das heißt, sie ist nicht weiter zerlegt in kleinere Teile. Ganz bewusst sage ich, ist nicht weiter zerlegt. Es bedeutet nicht, sie kann nicht weiter zerlegt werden. Und das hat mit dem dritten Punkt zu tun. Der dritte Punkt in einer Notiz sagt die Norm dann auch, naja, was eine Software-Unit ist, das ist sowieso definiert durch den Hersteller der Software. Das heißt, die ersten zwei Punkte sind mehr oder weniger ad absurdum geführt, also die zählen nicht. Und das bedeutet auch, man kann im Prinzip die Software-Unit so groß machen, wie man möchte. Ne? Das heißt ja nicht, dass sie nicht weiter zerlegt werden kann, sondern dass sie einfach nicht weiter zerlegt ist. Ich warne aber davor, dieses auszunutzen und zu große Software-Units zu machen. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass man sagt, ja, man macht seine ganze Software nur aus zwei, drei Units, dann hat man es viel einfacher mit der Software-Unit-Verifikation. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Man sollte schon versuchen, vernünftige Größen für die Software-Units zu finden und auch im Design die Schnittstelle zwischen den Units so schmal wie möglich zu halten. Aber insgesamt ist es auch so, was eine Unit ist. Das hängt natürlich auch von der Programmiersprache ab. Ich habe mal hier für die Funktion, für die Programmiersprache C, da ist in meinen Augen eine Funktion im Sinne von C eine Unit, und wie wir jetzt gerade gelernt haben, in der 62304 kann es dann auch sehr gut sein, dass man sagt, ja, wenn die Funktion oder die Unit hier noch eine andere Funktion aufruft, dann betrachte ich das als eine größere Unit, und wenn noch eine Funktion aufgerufen wird, mache ich das halt eben auch als Unit. Kann man also beliebig groß machen. Ja, also wie gesagt, in der Programmiersprache C, in der doch meines Erachtens noch viel Embedded Medizin Software geschrieben wird, wäre es also eine Funktion im Sinne von C. In den objektorientierten Programmiersprachen wie C++ oder sowas, ja, müsste man eine Methode als Funktion, als Unit betrachten, und in anderen Programmiersprachen ist es nun wieder anders. Ja, also das war zum Term, was ist eine Unit? Nun zum Term Verifikation. Auch da gibt es einen relativ knappen Satz in der 62304. Das ist die Bestätigung durch objektive, ja, Offensichtlichkeit, Evidenz, dass spezifizierte Requirements erfüllt wurden. Naja, das führt uns zu der Frage, wo kommen die Requirements nun wieder her? Und da gibt es im Prinzip ein, ja, Entwicklungsprozess in dieser Norm, die sagt halt eben, mach aus der Gesamtsoftware Software-Units und entwickle auch ein detailliertes Design für jede Software-Units. Und das ist klar, dass das natürlich auch mit der, sagen wir mal, der Requirements Decomposition zu tun hat. Das heißt, ich habe erstmal Anforderungen für die ganze Software und dann teile ich die Anforderungen auf Units auf. Und dabei passiert auch in meinen Augen die Risikoanalyse. Das heißt, wenn ich feststelle, dass in einer Software-Unit ein bestimmtes Risiko für einen Fehler drin ist, zum Beispiel, dass ich einen Pointer verwende, dann müsste ich dabei auch meines Erachtens ein Requirement einführen, eine Anforderung einführen, die sagt, ja, bevor der Null-Pointer verwendet wird, bevor ein Pointer verwendet wird, muss geprüft werden, ob es kein Null-Pointer ist, damit ich da undefined Behavior vermeide und solche Dinge. Bei diesem Aufteilen der Funktionalitäten, der Requirements auf Software-Units, soll dann auch ein Interface ja, also entwickelt werden, beschrieben werden, dass die Units dann haben. Da kommen wir dann später nochmal drauf, wie das aussehen kann. Ja, außerdem sagt die Norm, ja, für den Software-Unit-Verification-Prozess braucht man Strategien, Methoden und Prozeduren, um eben das zu verifizieren. Testen ist offensichtlich eine solche Prozedur, weil es steht dann auch da, wenn man Testen eben, also Tests einsetzt, dann muss die für angemessen, müssen die für Angemessenheit evaluiert werden. Und hier auch wieder für die Klassen B und C, nur weil, ja, bei Klasse A gibt es ja gar keine Software-Verification. Also ist nicht gefordert in meinen Augen.
Ja, es ist ein kleiner Exkurs zum Testen allgemein. Ich denke, man kann Software-Tests prinzipiell mal einteilen in statischen und dynamischen Tests. Auf der linken Seite sieht man eben hier die statische Software-Analyse. Das bedeutet, der Software-Code wird nicht kompiliert und ausgeführt, sondern es wird einfach der Software-Code, so wie er ist, analysiert, angeschaut, betrachtet. Das kann einerseits durch einen Menschen passieren, also indem man einfach den Softwarecode liest und halt gewisse Untersuchungen anstellt als Mensch. Das ist sehr aufwendig natürlich. Es braucht viel, viel Manpower sozusagen, hat aber den Vorteil, dass man durch einen Menschen auch durch die statische Analyse überprüfen kann, was denn die Software eigentlich tut. Das ist nicht gegeben, wenn man die Softwareanalyse durch ein Werkzeug machen lässt, ein statisches Analysewerkzeug. Dieses Werkzeug weiß üblicherweise eben nicht, was denn die Absicht der Software ist. Aber es ist natürlich mit wesentlich weniger Aufwand verbunden, wenn man so ein statisches Analysetool einstellt, und man kann da dann doch so fragwürdige Stellen oder auch vielleicht echte Fehler finden durch die statische Analyse, also durch ein Werkzeug, je nachdem, was dieses Werkzeug halt eben leistet. Auf der rechten Seite habe ich dann im Gegensatz zur statischen Analyse die dynamische Analyse oder dynamischen Test. Da ist es nun so, dass die Software, die man testen möchte, eigentlich kompiliert wird, also ausführbar gemacht wird und dann halt eben ausgeführt wird, und dabei kann man dann sehen, was sie denn tut, ob sie das Richtige tut, ob die richtigen Ergebnisse rauskommen und auch so Dinge wie Laufzeiten und sonstige Dinge. So, ja, jetzt nochmal zur Verifikation. Da ging es ja darum, auch um Akzeptanzkriterien, also dass man eben nachweist, dass gewisse Akzeptanzkriterien erfüllt sind. Jetzt gibt es leider nur Beispiele in der Norm für solche Akzeptanzkriterien. Drei Beispiele werden genannt. Die sehen Sie hier. Also das erste Mal, die Requirements sollen implementiert sein. Das zweite ist, dass das Interface der Unit nicht im Widerspruch zum Design des Interfaces steht. Und das dritte ist, dass die Software zu Programming Procedures, also und Codierstandards konform ist. Na gut, und jetzt gehen wir ein bisschen drauf ein, wie man sowas jetzt prüfen kann. Also das mit den Requirements ist relativ einfach. Wenn ich die Requirements habe, dann müsste ich einfach hergehen und sagen, naja, ich muss schauen, dass jedes Requirement geprüft wird durch zum Beispiel einen Testfall für die Software Unit. Und wenn ich am Ende für jedes Requirement mindestens einen Testfall habe und der dann auch ausgeführt und bestanden worden ist, kann ich dann eigentlich sagen, naja, dieses Requirement ist erfüllt. Es kann natürlich auch sein, dass manche Requirements mehrere Testfälle erfordern. Also das ist dann in meiner Verantwortung, dass ich natürlich auch genügend Testfälle dafür habe. Üblicherweise wird es dann in so einer Art Matrix dokumentiert, dass man halt eben sagt, ja, hier ist ein Requirement und die Testfälle prüfen das. Hier sehen Sie so eine Art, also was sich hier Link-Matrix nennt, die Verlinkung zwischen Requirements und Testfällen im Werkzeug TESI, das Sie auch rechts das Logo sehen. Das ist ein dynamisches Unit-Testwerkzeug, mit dem man zum Beispiel Requirements an Testfälle hängen kann und dann auch Auswertungen bekommt, ob alle Requirements-Testfälle haben und ob die alle auch bestanden wurden, nachdem sie ausgeführt wurden. Die zweite Sache, das zweite Akzeptanzkriterium, das war die Sache mit dem Interface. Ja, also dieses Werkzeug TESI ist auch in der Lage, aus der Software heraus das Interface einer Software-Unit zu anzuzeigen, also zu ermitteln. Sie sehen das hier links, so wie es im sozusagen im User Interface aussieht, in der GUI aussieht. Man kann dann zum Beispiel sehen, aha, diese Software Unit, die wir hier betrachten, hat zum Beispiel einen Parameter und der Parametername ist K, und es gibt auch einen Return-Wert, der hat Integer als Datentyp, und es gibt verschiedene Variablen, die werden zum Teil gelesen, zum Teil nur gelesen, zum Teil geschrieben und so weiter. Ja, also das ist im Wesentlichen das Interface, die Anzahl, die Variablen, ihr Name, ihr Datentyp, ob sie gelesen oder geschrieben werden. Und auf der rechten Seite sehen Sie das gleiche Interface mit den gleichen Informationen, so wie es im Testreport auftritt. Und jetzt kann man natürlich hergehen
und kann dieses Interface, das sozusagen aus der Software ermittelt wurde, mit dem Interface vergleichen, das im Detailed Design beschrieben wurde. Und wenn man dann halt eben feststellt, dass zum Beispiel ein Parameter fehlt oder ein Parameter zu viel ist oder der Name falsch ist oder sonst irgendwas, dann hat man also einen Widerspruch entdeckt. Und damit kann man also prüfen, ob das Interface der Software dem Interface aus dem Design entspricht. Also zur Not eben manuell per Hand. In TESI gibt es das Interface auch in einer maschinell lesbaren Darstellung. Das bedeutet, das ist das gleiche Interface wie eben auch. Das bedeutet, wenn man auch das Detailed Design aus dem Entwicklungsprozess in maschinenlesbarer Form hat, kann man vielleicht sogar beide Interfaces automatisch vergleichen und sieht, ob Abweichungen auftreten oder nicht. Ansonsten bleibt halt, wie gesagt, die manuelle Methode. Ja, das war also das zweite Akzeptanzkriterium, das da als Beispiel genannt wurde. Nun zum dritten, wo es halt eben um Codierstandards geht. Da steht auch noch mal was dazu drin, also in Teil B der Norm. Man soll eben Coding-Standards einsetzen. Ein Ziel ist, einen einheitlichen, bevorzugten Codierstil zu erhalten. Unter Codierstil verstehe ich so Sachen wie, wie werden denn Namen von Variablen gebildet? Wie ist es mit der Einrücktiefe? Wie werden die geschweiften Klammern gesetzt? Gibt es eine Vorgabe für Funktionsnamen und solche Dinge, ja. Aber das dient dann eben der Verständlichkeit, der Understandability. Das bedeutet auch Wartbarkeit in meinen Augen. Das heißt, wenn man die Software nach einem einheitlichen Codierstil implementiert hat, ist es halt viel einfacher, diese zu verstehen, zu erweitern, auch wenn man nicht selber der Autor der Software ist. Aber auch da ist es manchmal sinnvoll, wenn man einen einheitlichen Codierstil pflegt. Das Zweite, was hier noch gegeben ist, Language Usage Rule, also wie soll ich denn die Sprache einsetzen oder Restrictions. Also Restriction heißt dann eben, dass ich bestimmte Konstrukte der Sprache von vornherein verbiete, einfach weil sie zu Missverständnissen führen können, zu Fehlinterpretationen und dadurch eben auch die Verständlichkeit der Software fördere oder halt, sagen wir, potenzielle Probleme wie Undefined Behavior von vornherein vermeide. Ganz am Ende steht hier auch noch Complexity Management. Da geht es darum, halt eben die Komplexität der Software im Griff zu haben und wie man das machen kann, das sehen wir dann auch später noch. Ja, jetzt Beispiel für Codierstandards oder überhaupt über Codierstandards. Zunächst mal es ist jeder frei, seinen eigenen Codierstandard zu erfinden, definieren. Der Nachteil ist dann, dass es höchstwahrscheinlich kein Werkzeug gibt, mit dem man automatisiert die Einhaltung dieses Codierstandards prüfen kann. Das ist jetzt, und außerdem erfordert es halt auch einen gewissen Aufwand, sich so einen Codierstandard zu überlegen und auch vielleicht ein paar interne Diskussionen, was denn nun die richtigen Regeln sind. Dem geht man aus dem Weg, wenn man einen vorgefertigten Codierstandard benutzt. Ich denke, der häufigste und bekannteste ist eben der MISRA-Standard. Das ist eine Sammlung von Regeln, die eigentlich da, naja, also so das Ziel haben, der Sprache C ihre Gefährlichkeit zu nehmen, indem sie zum Beispiel halt eben bestimmte Konstrukte verbieten oder auf mögliche Probleme eben durch eine Regel hinweisen. Aber stilistische Sachen sind in diesem Standard nicht drin. Das ist jetzt zum Beispiel anders in dem Standard BAR, den sehen Sie hier rechts, Embedded C Coding Standard von der BAR Group. Der hat explizit auch Regeln zum Programmierstil drin, also zusätzlich zu Spracheinschränkungen und solchen Dingen. Also da stehen dann jetzt auch zum Beispiel Vorgaben drin, wie muss ich denn die geschweiften Klammern setzen und wie ist es mit den Einrückungen und Namensgebung und wo müssen Leerzeilen hin und wo müssen Leerzeichen hin und so weiter und so fort. Cert ist auch ein bekannter Standard. Der ist von der Carnegie Mellon University rausgegeben. Der ist auch frei verfügbar. Der ist einigermaßen vergleichbar mit dem MISRA-Standard. Es gibt noch viel, viel weitere. Einen habe ich hier noch, CSecure. Also das ist ein Standard, der insbesondere auf
Sicherheit im Sinne von Secure abzählt. Es gibt aber ein Papier von MISRA, das zum Beispiel dann sagt, ja, also mit den MISRA-Regeln sind auch alle Regeln von C-Secure eigentlich abgedeckt, weitestgehend. Also man muss nicht unbedingt alle Standards, die es gibt, prüfen, ja. Meine Empfehlung wäre wahrscheinlich schon, den MISRA-Standard zu nehmen, weil es einfach der ist, der am häufigsten verwendet wird, der wird auch weiterentwickelt. Das ist also ein Standard, der immer weiter angepasst wird. Ja, und ja, vielleicht ein paar für die stilistischen Regeln noch dazu. Ja, wie gesagt, also diese Einhaltung von Programmierregeln, Coding Rules, die werden prinzipiell durch statische Analyse geprüft. Wie gesagt, wenn man einen vorgefertigten Standard hat, kann man das üblicherweise durch Werkzeuge erledigen. Ansonsten muss man es halt manuell machen, was großer Aufwand ist. Gut, ja, wenn man dann ganz tief in der 62304 drin ist, dann sieht man, dass es noch zusätzliche Akzeptanzkriterien gibt. Nur für die Klasse C und auch nur durch, ja, Schlagworte gegeben. Man muss sich also selber überlegen, was denn das ungefähr sein könnte und wie man es prüfen könnte. Ich gebe Ihnen hier ein paar Einschätzungen. Zum Beispiel das erste Proper Event Sequence. Ja, könnte man sich vorstellen, wenn die Unit, die man testen möchte, andere Units aufruft, andere Funktionen aufruft, dass das dann für einen bestimmten Testfall eine vorgegebene Aufrufsequenz ist und man könnte dann praktisch definieren und sagen, ja, in diesem Testfall erwarte ich, dass die eine Funktion aufgerufen wird, danach die andere zweimal und dann noch eine andere zweimal, aber irgendwie eine andere dann gar nicht. Und wenn das dann während des Tests halt eben nicht so ist, wie man es vorgegeben hat, würde der Test fehlschlagen. Das kann man zum Beispiel mit dem Werkzeug TESI machen. Das nennt sich Call Trace, und er kann geprüft werden. Ja, es gab dann auch Data and Control Flow als Schlagwort. Also Data Flow könnte man zum Beispiel Datenflussanomalien prüfen. Davon gibt es drei Stück. Das erste wäre, dass man zum Beispiel eine undefinierte, also nicht initialisierte Variable liest und benutzt. Das ist im Prinzip was ganz Schlimmes, weil da passiert dann eigentlich undefined behavior und es kann im Prinzip alles Mögliche passieren. Also da ist überhaupt nicht mehr gesagt, wie das Programm weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Also sowas sollte man unbedingt vermeiden. Die zweite Datenflussanomalie, das ist, wenn man eine Variable schreibt und dann aber nie liest. Das ist dann zumindest ein fragwürdiges Verhalten. Wieso beschreibt man eine Variable mit einem Wert und liest den nie? Ganz ähnlich ist es hier im dritten Fall, wenn man eine Variable beschreibt und dann ohne sie zwischendurch zu lesen nochmals beschreibt mit einem anderen Wert. Ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, wieso hat man das beim ersten Mal schon mit einem Wert beschrieben? Insbesondere die letzten zwei Datenflussanomalien müssen nicht unbedingt zu einem Fehler führen, ja. Aber irgendwie ist es doch ein bisschen ein fragwürdiges Verhalten. Und solche Dinge können also durch statische Analysewerkzeuge geprüft und aufgedeckt werden. Also ich habe hier ein Beispiel. Im Prinzip besteht das Beispiel aus zwei Zeilen, der Zeile 16, da wird eine Variable definiert und in Zeile 17 wird die Variable verwendet und zwischendurch wird sie nie initialisiert und da schreien die statischen Analysewerkzeuge dann auf und sagen, ja, du verwendest hier eine uninitialisierte Variable. Und wie gesagt, das ist also relativ fehleranfällig. Das führt zu undefined behavior und das wollen wir eigentlich unbedingt vermeiden. Und wir sehen jetzt hier auch, was für eine Regelverletzung vorliegt. Es dreht sich hier um eine Regelverletzung aus dem MISRA-Ruleset, MISRA C2012, und zwar die Regel 9.1. Die ist da verletzt worden. Die sagt dann eben, man soll keine undefinierten Variablen benutzen. Also ganz einfach. Ja, es gab Data and Control Flow. Nun, es gibt natürlich auch Kontrollflussanomalien. Ich habe Ihnen hier auch ein Beispiel für eine Kontrollflussanomalie gegeben, die also fragwürdig ist. Ein Werkzeug, das Werkzeug erklärt, das Sie hier sehen, das schreit hier auch auf und sagt, ja, das ist Return 1 Statement in Zeile 10 wird niemals ausgeführt.
Das ist sicherlich nicht in der Absicht dessen, der den Code hier geschrieben hat. Und ich habe es für Sie mal so als Hausaufgabe, wieso das hier der Fall ist und wie der Code voraussichtlich gemeint ist und wie er richtig hingeschrieben gehört. Ja, und es kann also einem sehr leicht passieren, dass man hier was übersieht und denkt, ja, das ist ein klarer Code und passiert dieses und im anderen Fall passiert jenes. Aber statische Analysewerkzeuge können da helfen und einen auf Fehler, offensichtliche Fehler aufmerksam machen. Also jetzt haben wir die Daten- und Kontrollflussanomalien. Eine Sache heißt auch Fault Handling. Ja, in meinen Augen bedeutet das, dass man eigentlich Requirements braucht dafür. Also wenn man die Absicht hat, Fehler zu behandeln, dann muss man einerseits spezifizieren, was denn ein Fehler ist. Könnte zum Beispiel sein, dass man irgendeinen Sensorwert liest und der offensichtlich illegal ist und ungültig ist. Und A, wie bekommt man raus, was ein ungültiger Sensorwert ist? Und B, was macht man dann? Also gibt es eine Fehlermeldung oder wie auch immer. Also da braucht man eigentlich eine Vorgabe und dann muss man das halt auch implementieren und dann muss man das Requirement eben auch abtesten. Und damit ist es sozusagen im ganz normalen Entwicklungsfluss mit drin. Die Initialisierung von Variablen ist ja nochmal extra aufgeführt, haben wir gerade besprochen. Ja, das ist ein schwerwiegender Fehler, wenn man das nicht macht. Aber wir haben das schon gesehen, ist eine Datenflussanomalie und wird üblicherweise durch statische Analysewerkzeuge aufgedeckt. Self-Diagnose, ja, das ist im Prinzip das gleiche wie Fault Handling. Man braucht ein Requirement, man muss sagen, was soll denn diagnostiziert werden und was soll passieren, wenn die Diagnose zeigt, dass irgendein Fehler vorliegt, dass der Speicher nicht mehr in Ordnung ist oder dass irgendwas anderes nicht mehr so funktioniert, wie man es gedacht hat. Auch da muss man ein Requirement haben. Das Requirement muss eben geprüft werden durch irgendwelche Tests und dann im normalen Entwicklungsfluss. Das letzte Schlagwort, das in dieser Liste stand, das ist Boundary Conditions. Ich denke, das referiert dazu, dass eben aus der Testfallspezifikation eine Faustregel ist, dass man sagt, Grenzwerte sind prinzipiell immer bessere Testdaten, geben bessere Testdaten ab als eben Werte in der Mitte. Ich habe das hier versucht mal zu visualisieren. Wir haben hier so eine Art Zahlenstrahl. Und aus diesem Zahlenstrahl ist ein Bereich rausgegeben, der hat Bereichsgrenzen. Das ist da, wo die eckigen Klammern stehen. Und wenn ich jetzt testen will, ob zum Beispiel, ob ein Wert in diesem Bereich drin liegt oder nicht, dann nehme ich besser die roten Werte als die grünen Werte hier aus der Mitte. Ja, muss man keinen Schluck nehmen. Wir sind jetzt sozusagen in der Mitte. Wir haben jetzt in die 62304 reingeguckt. Das war eigentlich alles, was man da zur Software Unit Verification raus ablesen kann. Und nun im zweiten Teil werden wir einfach ein bisschen gucken, was denn andere Standards sagen. Zunächst zum Thema Code Coverage. Das Thema Code Coverage kommt, also Coverage kommt einmal vor als Coverage of Requirements. Da haben wir schon drüber geredet. Man muss alle Requirements irgendwie durch Tests oder auch sonst irgendwie eben bestätigen, dass sie erfüllt sind. Das zweite ist, es steht ziemlich weit hinten, Increase Code Coverage soll man tun, aber es ist nicht gesagt, welche Art von Coverage und wie weit man die erhöhen muss, was da eine Vorgabe ist. Also das ist völlig einem selbst überlassen. Das ist jetzt im Gegensatz zur 26.26.2 aus dem Automotive-Bereich. Da gibt es zum Beispiel eine Tabelle für die Software Unit Verifikation. Da steht eben drin, welche Coverage-Maße gemessen werden sollen. Das sind hier drei Stück: Statement Coverage, Branch Coverage und MCDC Coverage. Und es gibt auch auf der rechten Seite im Prinzip einen Hinweis darauf, auf welchem ASIL bedeutet Automotive Safety Integrity Level. Dabei ist A der niedrigste und D eben der höchste, sozusagen, also
D ist der Level, wo man die stärksten Maßnahmen zur Fehlerreduktion machen muss, weil halt die Software doch sozusagen hochsicherheitskritische Software ist, ja. Und man sieht dann hier anhand dieser Tabelle auch, dass zum Beispiel die Statement Coverage offensichtlich ein schwaches Coverage-Maß ist, weil die wird highly recommended, also besonders empfohlen auf dem ASIL Level A und B, während diese Modified Condition Decision Coverage offensichtlich ein starkes Coverage-Maß ist, ein aufwendiges Coverage-Maß, die wird highly recommended für eben Software auf ASIL D, also wo es sehr sicherheitskritisch ist. Und die Branch-Coverage, ja, die ist so irgendwo dazwischen. Und weil es ja in der 62304 auch drei Klassen von Software gibt, A, B und C. Also bietet sich's praktisch an, zum Beispiel zu sagen, ja, ich sag, wenn ich Software der Klasse A habe, möchte ich Statement Coverage messen, mal abgesehen davon, dass ich auf Software der Klasse A im Prinzip gar keine Software Unit Verification machen muss. Für Klasse B mache ich eben die Branch Coverage, also die Zweigüberdeckung. Und für Software der Klasse C, wo es also zu Tod kommen kann oder schwerer Verletzung, da mache ich das stärkste Maß, diese MCDC Coverage in der Software Unit Verification. Aber wie gesagt, das ist nur eine Empfehlung oder kann man aus den Normen in dem Sinn nicht ablesen. Das nächste, was wir angucken, das ist die unabhängiges Testen. Da gibt es auch in der 62304 und in der Zusatznorm 13485 tatsächlich kleine Hinweise. Aber ja, diese Hinweise sind also die 62304 sagt, mit dem Thema beschäftige ich mich nicht. Das denke ich, das sollte die 13485 übernehmen. Wenn man dann in der 13485 guckt, dann findet man ja, da gibt es auch dann einen ganzen Satz dazu. Da steht eben drin, man soll das irgendwie sicherstellen, dass die Unabhängigkeit sind. Aber es gibt, wie gesagt, keine Hinweise, wie das dann abhängt von den Softwareklassen und verläuft. Also wie gesagt, es ist dieser eine Satz und den kann man dann interpretieren. Und jetzt im Gegensatz dazu, zum Beispiel die Norm 5028 aus dem Bahnbereich, also die sagt zum Beispiel ganz konkret, eine Person, die Implementierer für eine Softwarekomponente ist, also kann man hier auch Software Unit sagen, darf weder Tester noch Integrator für die gleiche Softwarekomponente sein. Und das gilt bereits schon auf SIL 0. Das ist sozusagen der niedrigste Safety Integrity Level, den die 5028 kenne. Und dann ist im Detail über mehrere Seiten aufgeführt, was jetzt die Anforderungen sind für eben SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4. Und da geht es also dahin, dass dann sogar gefordert wird, dass organisatorische Unabhängigkeit besteht. Also hier bei SIL 0 könnte der Implementierer und der Tester, das könnten Kollegen sein, die sozusagen am Schreibtisch sich gegenüber sitzen. Ja, das wäre da erlaubt, aber auf SIL 3 oder 4 muss das unabhängig sein, eine andere Abteilung oder sogar eine andere Firma. Ja, also da ist es wesentlich deutlicher ausgeführt. Die Frage ist, wieso ist es so wichtig, dass man hier eine Unabhängigkeit hat? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dazu. Wir haben hier eine Beispielspezifikation, also Requirements, wenn Sie so wollen. Der blaue Text hier sei die Spezifikation von einer Software Unit, die man implementieren soll. Und da steht drin, dass ein Startwert und eine Länge Bereich von Werten angeben und man soll nur herausfinden, ob ein weiterer Wert eben in diesem Bereich drin ist oder nicht. Das Ende vom Bereich soll nicht im Bereich liegen, also und wir betrachten nur ganze Zahlen, Integer Numbers so. Also das ist hier nochmal grafisch dargestellt. Sie erkennen vielleicht den Zahlenstrahl wieder von vorhin, also wir haben einen Startwert und eine Länge. Die grünen Werte liegen im Bereich drin, die roten Werte nicht. Und wir sehen auch, dass sozusagen das Ende des Bereichs, die rechte öffnende Klammer da, dass die also nicht mehr zum Bereich gehört. Und wenn man sich jetzt Beispiele mit Werten überlegt, dann kann man ein ganz einfaches Beispiel machen. Man kann sagen, ja, der Startwert soll 5 sein, die Länge soll 2 sein. Dann ist eigentlich klar, dass der Wert 5 im Bereich liegt und auch der Wert 6 im Bereich liegt.
Ja, aber man kann auch ein schwierigeres Beispiel machen. Stellen Sie sich vor, ich wähle folgende Werte als Startwert minus 5 und als Länge minus 2. Und jetzt ist wieder die Frage, liegt denn der Wert 6 im Bereich drin oder minus 6 im Bereich drin oder nicht? Und ja, weil das für mich so eine spannende Frage ist, möchte ich da Sie mal auch befragen, was denn Ihre Meinung ist. Ich habe da eine Frage vorbereitet. Und die stelle ich Ihnen jetzt und ich bitte Sie, abzustimmen, was Sie denn denken, was denn die korrekte Antwort ist, Ihrer Meinung nach. Ist minus 6 im Bereich drin oder halt eben nicht? Also die Werte wechseln noch. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Zeit. Ja, ich denke, die Werte ändern sich immer noch, ja. Aber ich denke, ich schließe jetzt trotzdem mal die Poll und ich zeige Ihnen auch das Ergebnis. Und Sie sehen also, ja, also das Ergebnis ist gemischt. Es gibt keine klare Antwort. Die meisten sagen zwar, minus 6 soll als Inside betrachtet werden. Also da ist jetzt sozusagen die mathematische Interpretation da. Aber es gibt auch mehr als ein Drittel sagen, nein, Outside ist richtig. Ja, könnte man nämlich auch vertreten, könnte sagen, sobald die Länge negativ ist, dann gibt es überhaupt nie einen Wert, der da drin liegen kann. Und insofern sind die sagen, beides ist eine mögliche Antwort. Es sind in meinen Augen also komplett richtig liegen, man kann es eigentlich nicht sagen. Und naja, jetzt wie so Unabhängigkeit des Testens, also ich zeige das jetzt wieder, also wie so Unabhängigkeit des Testens, wenn jemand diese Spezifikation hat und hat die Meinung, Inside ist richtig, dann wird er auch die Testfälle, dann wird er es auch so programmieren, dass Inside rauskommt bei diesen Werten und er wird auch die Testfälle so machen, dass Inside als korrekt erkannt wird, ne? Und wird er sagen, alles wunderbar, ich habe richtig programmiert. Nur wenn Sie einen sozusagen unabhängigen Tester haben, dann haben Sie überhaupt mal die Chance zu sehen, dass da vielleicht auch eine ganz andere Interpretation möglich ist und dass eben vielleicht bei diesen Werten minus 5, minus 2 und minus 6 eben Outside herauskommen muss und dass man da also vielleicht mal drüber diskutieren muss und sich überlegen muss, was braucht man denn tatsächlich? Also deswegen denke ich, dass die Unabhängigkeit des Testens, also dass das wichtig ist. Gut, ein anderes Thema ist Complexity Control. Das haben wir auch gesehen, dass das gefordert wird. Manage Complexity, aber halt nicht weiter erläutert, wie man denn das machen kann. Auch da kann man sich jetzt in anderen Standards ein bisschen kundig machen. Ich habe mal in die 6.15.08 geguckt. Da gibt es auch die Forderung nach Software Complexity Control. Und auf der rechten Seite sieht man dann auch so ähnlich wie bei der 9622, also die Safety Integrity Level, hier von 1 bis 4, nicht von A bis D. Und highly recommended, HR bedeutet highly recommended und R nur recommended. Kann man also sehen, was dann sozusagen gefordert ist. Ja, also es gibt auch die Forderung nach Software Complexity Control, wobei ich denke, dass die blauen Dinge hier im Prinzip die Konkretisierung von dieser Maßnahme Vorschrift Complexity Control, Software Complexity Control ist ja zum Beispiel Module Size Limit. Also man muss die Größe der Module irgendwie im Griff behalten oder die Anzahl der Parameter, die sagen wir mal, eine Funktion haben darf oder bei Nummer 5, dass es nicht mehrere Return-Anweisungen in einer Funktion im Sinne von C geben darf, sondern nur ein Eintritt, was in C immer automatisch gegeben ist, aber halt auch nur ein Austritt und das bedeutet nur ein Return-Statement in einer Funktion. Ja, und wie kann man jetzt diese Maßnahmen messen? Das passiert im Wesentlichen durch statische Analyse. Software Complexity Control, also was eigentlich üblicherweise da gemessen wird, das ist die zyklomatische Komplexität nach McCabe. Die hat Komplexität schon im Namen. Es ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die misst auch nur
gewissen Aspekt von Komplexität, nämlich die Anzahl der binären Entscheidungen plus eins und zum Beispiel, ob da komplizierte Berechnungen drin sind oder sowas, das interessiert diese Komplexität nun gar nicht. Gibt auch andere, zum Beispiel Halstead, gibt verschiedene Maße, da gehen zum Beispiel die Anzahl der Operatoren, die ich so verwende, mit ein und die Anzahl der Variablen und solche Dinge. Ja, da kann man also auch sagen, das hat mit Komplexität zu tun. Je höher es ist, umso komplexer ist die Software. Ja, also wie gesagt, sowas wird üblicherweise durch, also gerade für die Komplexitätsmaße braucht man eigentlich ein Werkzeug, weil es doch relativ aufwendig ist, das manuell zu ermitteln. Sie sehen hier rechts ein Ergebnis von TESI. Ja, Sie sagen, TESI ist eigentlich ein dynamisches Werkzeug, kann aber auch Metriken ermitteln, also was eigentlich eher eine statische Analyseaufgabe ist. Sie sehen hier in der Spalte CC eben die zyklomatische Komplexität. Hier unten sind vier Funktionen für Software-Units angegeben und Sie sehen halt eben, na, da wo der CC-Wert grün unterlegt ist, ist es im grünen Bereich, sprichwörtlich. Ja, da wo die Zollstätte ist, gelb unterlegt, da ist zwischen dem ja, unteren Schwellwert und dem, also dem Warnungsschwellwert und dem Fehlerschwellwert liegt es dann irgendwo zwischendrin. Und bei der Funktion, bei der Software-Unit is right, da ist sozusagen die zyklomatische Komplexität mit 22 zu hoch. Da ist sie rot unterlegt, also da müsste man irgendwie eine Gegenmaßnahme machen, um da in den gelben oder grünen Bereich zu kommen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wie man Komplexität messen kann. Es gibt auch einfachere Maße. Es stand ja auch drin, Module Size Limit. Also das ist, was man zur Not auch manuell machen könnte. Im Prinzip einfach die Anzahl der Lines of Code zählen und da schauen, ob sie ein vorgegebenes Limit überschreiten. Ist natürlich auch was, was Programme sehr gut machen können. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel ein Ergebnis vom Werkzeug Eclair, wo eben Lines, also die Lines einer Funktion aufgelistet sind. Man kann auch einen Schwellwert angeben und wenn der dann überschritten wäre, dann hätte man eben einen rot unterlegten Wert und dann müsste man sich drum kümmern. Die 61508 versucht dann sogar noch ein bisschen anzugeben, wo denn so ein Limit fürs Module Size Limit liegen könnte. Leider sind sie da auch ein bisschen unkonkret, sagen 2 bis 4 Bildschirmgrößen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Bildschirme die Schreiber der 61508 hatten und welche Auflösung die hatten und wie groß die Buchstabengröße war. Aber im Prinzip kriegt man schon eine Vorstellung, was also ein vernünftiges Modul Size Limit ist und wo es also zu groß wird. In der Tabelle aus der 61508 war auch noch ein Parameter-Number Limit drin. Auch das können statische Analysewerkzeuge relativ einfach herausfinden. Also ich habe hier eine Funktion und die Funktion, die hat eben 7 Parameter. 5 sind aber nur erlaubt in dieser Anwendung. Also das Limit ist hier auf 5 gesetzt und deswegen gibt es halt eben eine Verletzung, weil halt hier eben dieser Schwellwert überschritten ist. Und man muss halt hier jetzt Maßnahmen ergreifen, damit halt hier weniger Funktionsparameter verwendet werden. Dann noch zum letzten Ding aus dieser Tabelle der 61508. Da geht es darum, dass man nur ein Entry und einen Exit haben darf. Damit bin ich ein bisschen, also das sehe ich nicht unbedingt so. Wieso ich es nicht so sehe, das sehen Sie auch an dem Beispiel, das ich hier gegeben habe. Ja, ich finde es eigentlich eine gute Idee, am Anfang einer Funktion sozusagen die möglichen Fehlerbedingungen zu prüfen. Und wenn ich einen Fehler, also ungültige Eingabewerte zum Beispiel feststelle, dass ich dann sage, ja, dann mache ich einen Return mit einem passenden Error-Kennzeichnung und bin dann aber sicher im Rest der Funktion, dass die Fehlerbedingung eben nicht auftreten kann. Also man sieht hier, wenn A gleich B ist, dann kriege ich in der Zeile 9 bei der Division ein großes Problem, nämlich ein undefiniertes undefined behavior, eine Division durch 0. Und das vermeide ich eben, indem ich in der Zeile 6 und 7 das prüfe, dass es nicht der Fall sein kann. Es ist es leider in meinen Augen so, dass es sogar eine MISRA-Regel gibt, die das fordert. Das ist die MISRA-Regel 15.5. Also wenn man diese
Regel erfüllen wird, darf man nicht so programmieren, wie ich es hier vorgeschlagen hatte. Ja, also da sehe ich ein bisschen, da bin ich also nicht so richtig mit einverstanden. Auch das wird natürlich dann immer durch statische Analysewerkzeuge geprüft. Ist auch relativ einfach. Man muss ja nur schauen, wo kommen Return Statements vor. Ja, ein weiteres Thema, was also die 62304 vollkommen, naja, nicht ganz vollkommen. Wir haben ja gesehen, es gibt das Schlagwort Boundary Conditions, Boundary Values, also ziemlich stark vernachlässigt ist die Frage, wie komme ich denn überhaupt zu meinen Testfällen? Und da gibt es also auch Methoden, zum Beispiel die 26262, die sagt also ganz klar, die hat eine Tabelle, hier nach einem bekannten Schema mit doppeltem Pluszeichen und einfachem Pluszeichen, die eben sagt, ja, welche Methoden gibt es denn eigentlich, um zu Testfällen zu kommen? Also hier für Software-Unit-Testing. Klar, die Analyse der Requirements, da haben wir schon jetzt mehrmals drüber geredet. Ich muss die Requirements durchgehen und muss daraus eben Tests ableiten. Und das ist auch highly recommended für alle ASELs. Also das ist, sagen wir mal, die naive Herangehensweise. Aber dann geht es darum, dass man auch zum Beispiel Äquivalenzklassen bilden muss. Boundary Values, 1c sind die Boundary Values, die auch in der 62304 sozusagen da sind. Dann gibt es noch was, was Error Guessing heißt. Aber insbesondere wollte ich mal auf die Äquivalenzklassen eingehen. Zu was sind denn die gut und wie bildet man sie? Also die Äquivalenzklassen, die lösen eigentlich das Problem, dass man üblicherweise viel zu viele mögliche Testeingangsdaten hat. Und man kann dann nicht mit allen möglichen Testeingangsdaten für einen bestimmten Wert die Tests ausführen. Insbesondere kann man das nicht kombinieren mit allen möglichen Testeingangsdaten für irgendeinen anderen Wert. Und da kommt dann eben die Äquivalenzklasse ins Spiel. Man sagt nämlich, ja, ich bilde aus den ganzen möglichen Eingangswerten Klassen. Und zwar bilde ich die Klassen so, dass ich sage, alle Werte, die ich in eine Klasse reintue, die betrachte ich als äquivalent für den Test. Und das bedeutet dann, also äquivalent für den Test bedeutet, wenn ein Wert aus dieser Klasse einen Fehler aufdeckt, dann dann decken den auch alle anderen auf. Das bedeutet, kann mit einem Stellvertreter aus einer Klasse arbeiten und für die Tests und dadurch reduziere ich die potenzielle Anzahl der Testfälle ganz gewaltig. Ich möchte das mal hier zeigen. Also oben haben wir hier sozusagen alle möglichen Testeingangswerte. Das sind die geometrischen Objekte. Und unten sehen Sie dann eine mögliche Äquivalenzklasseneinteilung. Ich habe nämlich links alle rechteckigen Elemente in eine Klasse gesteckt und in der Mitte alle dreieckigen und rechts alle runden oder ovalen Testobjekte. Und jetzt kann ich hergehen und kann für den Test mir einen einzigen Stellvertreter aus jeder Klasse auswählen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme das kleine blaue Quadrat hier aus der linken Klasse und führe alle Tests nur mit dem gleichen kleinen blauen Quadrat durch. Und ja, also die gelben Quadrate und die roten, die betrachte ich gar nicht, brauche ich nicht, weil ja aus der Äquivalenzklassenbildung hervorgeht, ein Stellvertreter reicht aus. Und damit bekomme ich dann deutlich weniger Testfälle, weil ich das ja dann auch mit den anderen Klassen kombinieren kann und es bleibt also übersichtlich. Sie sehen vielleicht auch, ich hätte auch eine ganz andere Äquivalenzklasseneinteilung machen können, zum Beispiel nach der Farbe oder nach der Größe oder sonst irgendwie. Und naja, diese Äquivalenzklasseneinteilung, die ist also ein wichtiger Punkt in der sogenannten Klassifikationsbaummethode. Für die Klassifikationsbaumethode gibt es ein Werkzeug im Werkzeug TESI drin. Oben sehen Sie den Klassifikationsbaum und links hier bei Lenkwinkel, Steering Angle, sehen Sie also, da sind drei Äquivalenzklassen im Spiel: Linkseinschlag, Rechtseinschlag und geradeaus. Und unten in der Tabelle eine Zeile repräsentiert einen Testfall und die Markierung sagt immer, also der Bullet Point sagt dann immer, aus welcher Äquivalenzklasse ich denn einen Stellvertreter für den jeweiligen Testfall verwende. Also hier sieht man zum Beispiel im Testfall 1, ist der Lenkeinschlag links im Testfall 1 und im Testfall 2 ist er aus der Mitte und so weiter.
Also das hier sind Äquivalenzklassen, aber in dieser Methode sind auch so Sachen wie Boundary Values abgebildet. Wenn Sie sich mal Speed anschauen, dann sehen Sie hier unten, es gibt Valid Speeds, aber es gibt auch sozusagen Speeds an der Grenze, zum Beispiel 0. Also die Geschwindigkeit 0 wäre ein Grenzwert oder auch Vmax wäre ein Grenzwert. Es gibt hier sogar die Möglichkeit, mit ungültigen Eingangswerten zu arbeiten, zum Beispiel Invalid Speeds, also zum Beispiel eine negative Geschwindigkeit wäre ungültig. Und wir sehen dann, aha, in Testfall 6 zum Beispiel sehen wir, wird eine ungültige, also eine negative Geschwindigkeit als Eingangswert verwendet. Ja. Also das dazu. Die letzte Sache, die in der Tabelle drin stand, das ist Error Guessing. Das bedeutet, man hat einen erfahrenen Entwickler, was dann auch schon das Problem ist, weil nicht Entwickler, einen erfahrenen Tester, weil erfahrene Tester wachsen nicht so schnell auf, also braucht man halt eben Erfahrung und Zeit, um die Erfahrung zu gewinnen. Und ein solcher erfahrener Tester, der kann durch seine eben Erfahrung, Intuition, kann er mögliche Fehler relativ schnell aufdecken, indem er geeignete Testfälle macht. Also zum Beispiel, wenn Sie eine Funktion haben, die einen Pointer übergeben bekommt, dann würde ein erfahrener Tester wahrscheinlich gleich mal versuchen, was passiert, wenn ein Null-Pointer übergeben wird. Na, führt es zum Absturz oder wird es richtig behandelt? Noch einen kleinen Ausblick zur Sache Tool-Qualifizierung. Auch da gibt es in der 13 485, ein kleiner Hinweis, man soll das also tun, aber wie Sie schon anhand des Texts sehen, ist es relativ abstrakt gehalten, also man soll es halt eben tun und das soll also im Verhältnis zum Risiko stehen, mit dem die Software sozusagen behaftet ist, die Anwendung der Software behaftet ist. Ja, also das ist relativ kurze Sätze hier. Jetzt im Gegensatz dazu in der 26.26.2, ich habe mal nachgeguckt, das sind insgesamt 9 eng bedruckte Seiten, in denen dieses Thema abgehandelt wird. Und es gibt dann praktisch auch einen Prozess, wie man denn rausfindet, wie stark oder mit welchen Methoden man Software-Tools qualifizieren muss. Also da geht es darum, um den Tool-Impact zum Beispiel. Was ist denn die Auswirkung, wenn das Tool einen Fehler hat? Wie Tool-Error-Detection sagt, wie groß ist denn die Chance, dass im späteren Entwicklungsprozess ein solcher Fehler aufgedeckt wird? Und daraus ergibt sich dann der Tool-Confidence-Level, TCL. Und je nachdem, wie der ist, kann man dann sagen, na, für dieses Tool brauche ich gar keine Qualifikation. Oder ja, wenn man eine Qualifikation braucht, dann hängt es auch davon ab, was für eine Art von Qualifikation ich denn machen muss. Also wie streng ist denn die Qualifikation, wie aufwendig. Und das hängt nun wieder von dem ASIL ab, dem Automotive Safety Integrity Level, da haben wir ja schon drüber geredet, gibt es für Stück A, B, C und D. Und wenn man das dann wissen will, dann gibt es dann wieder eine Tabelle, die dann genau sagt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel TCL 3 rausbekommen habe, dann habe ich verschiedene Maßnahmen, die ich führen kann. Zum Beispiel könnte ich sagen, wenn ich TCL 3 habe und bin auf ASIL A, dann könnte ich zum Beispiel sagen, Increased Confidence from User, kann ich sagen, ja, wenn ich dieses Tool vielleicht schon mal in einem vorhergehenden Projekt verwendet habe und da ist nie ein Problem aufgetreten und solche Dinge, dann kann ich das im Prinzip in meinem neuen Projekt auch einsetzen. Das geht dann natürlich nicht, wenn Sie ein Projekt auf ASIL D haben. Dann kann es dann zum Beispiel sein, dass Sie das Software-Tool selbst validieren müssen. Also der Schwerpunkt, was ich darauf raus will, ist, dass eben andere Standards hier sehr, sehr viel ausführlicher sind und Vorschriften machen, wo eben die 62.304 und halt eben die begleitende 13.845, dass die da eben viel, viel, ja, grober und allgemeiner sind und nichtssagender eigentlich. Gut, ja, damit wäre ich jetzt am Ende vom Webinar.